Ein interessantes Thema. Da geht ein Licht für mich auf. Wisst ihr was? Da stimmt doch irgendetwas nicht. Ich möchte das ganz krass sagen, sogar etwas falsch. Da geht irgendein Licht auf. Manche, die erleben ja irgendwie, die verstehen etwas nicht und dann sagen sie, oh, jetzt geht mir aber ein Licht auf. Kennt ihr das? Wahrscheinlich ja. Wenn man Christ wird, da geht nicht irgendwo ein Licht auf. Es gibt ja viele Lichter. Das Thema müsste eigentlich heißen, da geht nicht ein, sondern das Licht für mich auf. Okay, wer ist denn das Licht? Das entscheidende Licht. Jesus ist das entscheidende Licht. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin es alleine. Der Lebendige, der Sohn Gottes, Gott der Sohn, der hat alles hell gemacht in meinem Leben, auch wenn sich da Dunkelheit breit macht. Und das möchte ich, bevor ich unseren Predigtext lese, nochmal als Grundlage nehmen. In Johannes 8, Vers 12, da lesen wir etwas von Jesus. Da sagt Jesus etwas. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, nur der mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Nicht Jesus. Er alleine kann das dunkle, dreckige Leben hell machen. Ich habe selber erfahren mit 21 Jahren. Und du hoffentlich auch. Und wenn nicht, heute ist die Gelegenheit. Jesus bringt Licht, Ordnung, Sauberkeit im Leben hinein. Wir lesen im Epheserbrief etwas ganz Entscheidendes. Ich möchte mal Epheser 5, 8 bis 14 lesen. Da hören wir Folgendes. Ihr wart früher in der Finsternis. Nun aber seid ihr ein Licht. Ihr seid Licht im Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich. Auch nur zu sagen, alles wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbar wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf. Ich wiederhole, wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. Dann wird dich Christus erleuchten. Dann wird dich Christus erleuchten. Wie schön, dass wir helle Tage haben. Habt ihr die auch lieber, die hellen Tage, als die dunklen? Manche sagen, oh, wenn der November anfängt, oh, da werde ich richtig depressiv. Nebel, die Sonne geht so früh unter, Regen womöglich auch noch, es wird kälter. Es ist schön, dass es Licht gibt. Und es ist, so sagen manche, super schön, dass es das Licht Jesus gibt. Aber das Licht, ja, was wir zu Hause haben, ist auch wunderbar. Vor einiger Zeit haben wir Solarlampen. Wisst ihr, was eine Solarlampe ist? Wir haben ja einen Wintergarten und der ist es super, der Wintergarten. Und da haben wir Solarleuchten. Manche haben im Garten auch so diese Solarleuchten. Kennt ihr? Sie werden vom Sonnenlicht gespeist. Sie speichern die Energie und geben das Licht wieder ab. Und das Ganze ist ein Bild für unser Sein in Jesus. Wir sollten gerettet, erlöst sein und dann stehen wir einfach im Licht. Dann ist Jesus bei uns drin. Der Heilige Geist ermächtigt uns, das aufgenommene Licht auch an andere weiterzugeben, wie die Solarleuchten. Gott will, dass wir in seinem Licht stehen, sein Licht aufnehmen, speichern und an unsere Umgebung, an andere Menschen weitergeben. Lassen wir uns daran erinnern, dass Jesus ja uns zugerufen hat, ihr seid das Licht der Welt, in Christus leben und für andere leuchten. Möchtest du das? Es ist wunderbar. Es gibt ja für jeden die große Möglichkeit,
für jeden, die eigene sündige Vergangenheit hinter sich zu lassen. Denn Sünde verbreitet Finsternis, sie kommt aus der Finsternis und da leuchtet man nicht. Da hat man ein gequältes Gesicht, das tut weh, da ist man nicht frei und die Leuchtkraft hat man verloren. Es gibt die große Möglichkeit, aber für jeden, die eigene Sündigkeit, die Vergangenheit loszulassen, an Jesus abzugeben, sich ganz von Jesus Christus prägen zu lassen. Aber es besteht auch die Gefahr bei manchen Christen, dass sie selber ihr Licht auslöschen. Manche haben mal gut angefangen und dann ging es daneben. Sie passen sich dem an und dem an. Sie orientieren sich nicht an Gottes Wort. Sie lassen sich nicht vom Geist Gottes leiten. Und deshalb wählt der Paulus auch im Epheserbrief diese deutlichen Worte. Ihr seid Licht, lebt nun auch als Menschen, als Kinder des Lichts. Als Menschen des Lichts zu leben, müssen wir nach zwei Seiten durchlässig sein. Einmal zu Gott auftanken und zu den Mitmenschen. Ich möchte so drei Punkte mal weitergeben. Wir sind abhängig, und das ist gut so, von der Lichtquelle. Von der Lichtquelle, die aus Gott kommt. Nichts darf eigentlich zwischen uns und Gott nicht stehen. Das verbreitet schon wieder Dunkelheit. Sonst bleiben wir im Schatten, können keine Lichtenergie aufnehmen. Also auf engste Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus achten. Je näher ich an Jesus dran bin, desto heller leuchte ich, strahle ich. Wir müssen darauf achten, zweitens, selbst intakt zu sein. Unsere Solarzellen müssen funktionieren. Die Leitungen, Drähte, sie müssen im einwandfreien Zustand sein. Früher diese alten Birnen, wenn da was durchgebrannt war, ja, da leuchtet nichts mehr. Früher konnte man gucken, der Glühfaden ist kaputt. Drittens, um uns herum muss etwas sein, dem wir Licht geben können. Jemand muss da sein, der unser Licht braucht. Wir leben ja nicht isoliert. Aber ich glaube, es sind genug Menschen da, die uns und unser Licht nötig brauchen. Die Bibel, sie sagt, bringt eine Frucht. So haben wir es gelesen, bring eine Frucht. Und die Frucht, nehmen wir meine Bibel, die uns hier beschrieben wird, das ist die Frucht des Geistes, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Führst du ein furchtbares Leben oder ein fruchtbares Leben? Das ist die Frage. Ich möchte lieber ein fruchtbares Leben führen als ein furchtbares Leben. Das furchtbare Leben, das macht kaputt, das bringt in den Abgrund. Ich will nicht nur meinen Ehrgeiz befriedigen, sondern ich will aus Jesus leben. Jetzt seid ihr Licht, so haben wir gelesen, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst die Frucht jeder Art von Güte, von Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Oh, wenn mir das gelingen würde. Immer zu fragen, ja, was Gott, was Jesus gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht bringt. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Da gibt es Leute, ich habe mal ein bisschen nachgelesen in der Erweckungsgeschichte, die haben immer wieder gefragt, ja, was will Gott? Was will Jesus von mir? Da denke ich an den einen Mann, der hatte dieses Anliegen, ständig mit Jesus ganz tief verbunden zu sein. Ihm war klar, Gottes Wort ist die Grundlage, das Fundament. Ihm war klar, Jesus kann alles. Und dieser Mann hatte den Wunsch, so zu leben, wie Jesus lebte. Er wollte rein leben. Er wollte sich an Jesus messen. Er wollte nichts von diesem, ich sag's mal mit den alten Worten, fleischlichen Verlangen von dem, was Menschen ohne Gott auch machen. Damit wollte er nichts zu tun haben. Er wollte Gott nachfolgen. In ihm war klar, ich predige, ich helfe den Menschen, ich bete für Menschen, ich will Menschen frei machen, aber das kann nur Jesus. Ich will auch Menschen helfen, dass sie gesund werden in ihrer Krankheit. Ich will, dass Menschen gerettet werden für den Himmel. Aber das kann nur Jesus. Und diesem Mann war klar, wenn da irgend noch eine Sünde ist, die muss raus. Und genauso ging es mir in meiner Krebserkrankung, wenn da irgendetwas ist. Ich muss es bekennen, ich muss zu den Menschen hingehen, mich versöhnen, um Vergebung bitten. Mein ganzer Körper, meine ganze Seele gehört Jesus. Und Gott gebrauchte diesen Mann
gewaltig. Ich nenne ihn bewusst nicht. Es gab viele andere Männer, die haben das auch auf andere Weise erlebt, auch sogar Frauen. Jesus ruft uns. Jesus ruft uns zu. Wach endlich auf. Wach endlich auf, du Schläfer. Wach aus deinem Sündenschlaf. Gibt sogar ein altes Lied in dieser Richtung. Steh auf vom Tod und Christus, seine Sonne, geht für dich auf. Bist du heute Morgen gut aufgewacht? Manche, wenn sie aufwachen, dann recken sie sich, machen sich lang. Ich mache immer, wenn ich aufgewacht bin, so ein bisschen Gymnastik im Bett. Das tut gut. Da kommen die Knochen in Bewegung, die Muskeln werden gestärkt. Ich kann es gut gebrauchen und du sicherlich auch. Bewege dich. Gott, er ruft uns zu. Wach auf. Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod. Jesus, das Licht geht für dich auf. Wenn Jesus da ist, dann werden gewisse Dinge im Leben aufgedeckt. Das gefällt uns manchmal nicht. Das ist genauso, wenn es kälter wird, wenn die Mutter den Kindern die Bettdecke wegnimmt. Das ist unangenehm. Aber Jesus, er deckt auf. Und davon spricht auch unser Text. Vom Aufdecken, von Dingen, ja, die heimlich geschehen sind oder noch geschehen. Deckt auf. Deckt auf. Nicht schön, aber es muss sein. Manchmal ist es so, wenn Sünde aufgedeckt wird, dann wird einem klar, da haben Rachegefühle, Verletzungen ja keinen Platz. Das muss ich Jesus bringen. Und wenn es mit anderen Menschen zu tun hat, dann muss ich zu den Menschen hingehen. Deckt auf. Ich denke, wenn die Anweisung von Jesus nachkommen, dann würde eine Bewegung in vielen Gemeinden sein. Wenn wir bereit sind, mir ging es einmal so vor dem Abendmahl, das wurmte und ich musste hingehen von meinem Sitz in die andere Reihe um Vergebung bitten. Es tut mir leid, es ist mit meiner Frau und mir auch so passiert. Ich musste die Hand meiner Frau nehmen und sagen, vergib mir bitte. Sonst hätte ich nicht am Abend mal teilnehmen können. Deckt auf. Wenn wir die Anweisung von Jesus ernst nehmen, dann könnte es im Gottesdienst manchmal ein heiliges Rennen geben, wo einer zu dem anderen geht, um die Hand der Versöhnung ihm zu reichen. Entlastend, reinigend, erwecklich wäre dieser Spurt. Das wünsche ich mir in unserer Gemeinde, in vielen anderen Gemeinden. In der Umgebung zu leuchten, den Auftrag Jesu erfüllen. Fängt bei mir an und dann geht es weiter. Deckt auf, bringt zu Jesus. Manche sagen, ja, was soll ich denn zu Jesus bringen? Ich habe mich doch vor zig Jahren bekehrt. Jesus will, dass du wächst, dass du ihm ähnlicher wirst. Wir wissen doch, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Bringt zu Jesus, bekenne einander, einer dem anderen die Sünden. Und bringt es Jesus. Deckt auf. Bringt es endlich zu Jesus. Ich gebe mal nur so ein paar Tipps weiter. Was kann das sein? Zorn, Ärger. Sind wir im Umgang mit anderen Menschen immer liebevoll? Vielleicht müssen dazu jemand hingehen. Disziplinlosigkeit. Das ist auch mein Problem. Das ist wirklich mein Problem. Lassen wir uns von unserem Lustgefühl leiten? Manche, die stecken noch drin, die sind nie ganz frei geworden von Aberglaube, Okkultismus. Haben wir uns losgesagt von solchen Sünden? Wie ist es mit Unversöhnlichkeit? Groll, ist da etwas? Tragen wir irgendeinem Menschen etwas nach? Haben wir alles Nötige zur Versöhnung beigetragen? Bequemlichkeit, Sattheit, sind wir bereit zu dienen? Kann Gott uns beim Bau seines Reiches gebrauchen oder verschlafen wir seinen Auftrag? Deckt auf, bringt endlich zu Jesus. Wir wissen doch, was ist das größte Problem in dieser Welt? Was ist das größte Problem, auch sogar in unseren Gemeinden? Was ist das größte Problem im Leben eines Menschen? Es ist das Dilemma der Sünde. Es gibt kein größeres Problem wie das Problem, das Dilemma der Sünde. Das müssen wir im Herzen haben, im Kopf haben. Davon ist mein Herz voll. Das habe ich im Krankenhaus immer wieder so vielen erklärt. Da ist der Mensch und da ist Gott. Und der Mensch ist von Gott getrennt. Der Mensch aber, er braucht Gemeinschaft mit Gott. Er muss am Licht angeschlossen sein.
Aber die Sünde, die trennt. Die Sünde hat die Dunkelheit im Leben gebracht. Die Sünde ist das Problem. Und wenn ich da dran festhalte, dann stürze ich ab. Irgendwann ist es zu spät. Wer kein Licht, nicht das Licht im Leben hat, nicht Jesus hat, wer keine Vergebung erlebt hat, der hat keine guten Aussichten. Er stürzt ab, ewige Verdammnis. Aber das braucht nicht so zu sein. Jesus, das Licht der Welt, ist da. Ist das nicht herrlich? Das ist frohe Botschaft. Deshalb sage ich noch einmal, wach endlich auf, du Schläferin, du Schläfer. Wach endlich auf. Das Ganze ist kein Spiel. Wir lesen in Johannes 12, Vers 46. Was sagt Jesus? Ich bin das Licht der Welt. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Licht oder Finsternis, gibt nur zwei Möglichkeiten. Licht oder Dunkelheit. Was willst du? Ist da irgendetwas in deinem Leben? Wenn da etwas ist, geh zu den Ältesten, zum Pastor, zu einer Person deines Vertrauens und schütte aus, deck auf und pack aus, was dich lähmt, was dein Leben quält und dunkel gemacht hat. Jesus will, dass kein einziger Mensch in der Finsternis bleibt, kein einziger Mensch in die Hölle geht, sondern Jesus will, dass wir ins Licht gehen. Denn Jesus ist das Licht der Welt. Nicht erst im Himmel, sondern hier schon auf dieser Erde. Und ich denke, viele Menschen sehnen sich danach. Viele Gemeinden sehnen sich nach Erweckung, nach Aufbruch. Und bitte betet mit. Betet mit, dass viele auf den Weckruf von Jesus hören und wach werden. Wir haben doch die wunderbare Grundlage, die Bibel. Jesus, das lebendige Wort. Jesus, das Licht der Welt. Jesus, das Wasser des Lebens. Jesus, das Brot des Lebens. Jesus, die Auferstehung und das Leben. Wir haben einen lebendigen Gott. Und das ist unser Fundament. Viele Menschen sehnen sich nach dem Licht und nach Erweckung. Ich sehne mich auch danach. Und ich lasse mich nicht beirren. Wir leben in einer schlimmen Zeit. Ganz schlimm. Kriege. Und noch einmal. Nee, wir kämpfen weiter. Dass viel mehr von Jesus gepackt werden, ins Licht kommen, frei werden, dass ihnen geholfen wird, dass sie gerettet werden. Und wir wollen den Auftrag erfüllen, den Gott uns in unserem Leben gegeben hat. In unserem Dorf, in unserem Landkreis, da braucht es nicht dunkel zu bleiben. Es muss und es darf heller werden. Raus aus der Dunkelheit, hinein ins Licht. Wie geht das? Ich möchte zusammenfassen, mit einem Bibelvers aus 2. Chronik 7, Vers 14, einer meiner Lieblingsverse, da hören wir, und wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen sich bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen, rein ins Licht, raus aus der Dunkelheit. Lass dein Leben hell machen. Das ist das, was Gott von dir wünscht, von dir möchte. Wenn Gottes Geist wirkt, wenn Jesus aufdeckt, dann werden über konkrete Sünden auch konkret Buße wird dann getan. Es gibt keine allgemeine, theoretische, theologische Buße, sondern lass aufdecken, ganz persönlich bei dir. Vielleicht will Gott mit dir persönlich sprechen. Mit dir sprechen über deine dunklen Sünden. Das ist tief beschämend. Gottes Geist wirkt diese Beschämung. Das kann zu Tränen gehen. Große Reue erfasst den, dem einmal deutlich wird, Mann, wie viel Zeit habe ich vertan, nutzlos vertan. Wie viel habe ich verplempert. Wie viel ist kaputt gegangen durch meinen Egoismus, durch meine Sünde. Jesus ist das Licht. Das ist das Wunderbare. Es gibt ein Licht, das ist Jesus. Es ist das Licht. Ich kann das nicht machen, aber ich weiß Gottes Geist. Er kann etwas bewegen. Er hat das bei mir persönlich getan. Er kann es bei dir tun. Er kann es in unserer Gemeinde tun. Deshalb ist eines meiner Lieblingslieder, dieses alte Lied, eine mächtige Ströme des Segens. Lass sie durchfluten, die Welt. Lass sie durchfluten, dein Leben. Ich wünsche mir, dass du das erlebst. Amen.